Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Jahrespressekonferenz im Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen von Fairtrade Deutschland. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Zum einen gilt das für die Leute hier bei uns in Berlin im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz. Ich begrüße aber auch herzlich natürlich alle, die uns digital zusehen und online diese Jahrespressekonferenz verfolgen. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Edith Gmeiner. Ich bin Pressereferentin bei Fairtrade Deutschland und ja, führe Sie heute hier durch die Veranstaltung. Ich stelle Ihnen gleich unser Podium vor. Vorab noch kurz ein paar technische und organisatorische Hinweise. Diese Pressekonferenz wird aufgezeichnet und im Laufe des Nachmittags bei uns auf der Website unter fairtrade-deutschland.de/Jahrespressekonferenz online gestellt. Sie steht Ihnen also auch später noch zur Verfügung. Für diejenigen, die uns digital zugeschaltet sind oder auch die, die natürlich dann im Nachgang noch mehr Infos haben möchten, wenn Sie unter dem Livestream weiter runter scrollen, finden Sie viele Infos, Grafiken, Pressebilder, den Link natürlich zu unserem Jahresbericht, wegen dem wir ja heute alle auch hier sind, die Pressemitteilung, Pressefotos und so weiter. Wenn Sie Fragen haben, für diejenigen, die hier sind, wir haben Mikros am Rand des Raums. Nachher dann bitte gerne auf die Mikros zugreifen. Für diejenigen, die digital zusehen, unterhalb oder neben dem Livestream finden Sie die Chatbox. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen. Im Anschluss an alle Redebeiträge werden wir den Raum öffnen für Ihre Fragen und gerne auch auf alle hoffentlich Antworten finden. Jetzt möchte ich Ihnen die Sprecherinnen und Sprecher vorstellen, die Ihnen so in den nächsten, ja, 20 bis 30 Minuten die aktuellen Entwicklungen von Fairtrade auf dem deutschen Markt vorstellen, die aber auch einen Blick auf Fairtrade im weiteren Kontext von politischen Entwicklungen werfen und darauf, ja, welche Bedeutung der faire Handel 30 Jahre nach Gründung von Fairtrade Deutschland in Anbetracht aktueller Krisen wie eben die Pandemie und aktuell natürlich ganz entscheidend der Ukraine-Krieg, ja, welche Bedeutung der faire Handel hat. Ich beginne mit dem Herrn zu meiner Linken. Fairtrade-Jubiläum ist immer auch Dienstjubiläum. Seit 30 Jahren hat er einen festen Platz auf diesem Podium. Dieter Overath, geschäftsführender Vorsitzender von Fairtrade Deutschland. Frau Dr. Bärbel Kofler, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesentwicklungsministerium, lässt sich entschuldigen. Sie hat wichtige andere Verpflichtungen. Ich freue mich sehr, dass Dirk Meier heute an Ihrer Stelle gekommen ist. Herr Meier ist Leiter der Abteilung Globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesentwicklungsministerium, dem BMZ. Herzlich willkommen, Herr Meier. Schön, dass Sie da sind. Aus Côte d'Ivoire. Also Abidjan in Côte d'Ivoire ist uns zugeschaltet, meine liebe Kollegin Anne-Marie Yao. Sie ist Kakao-Expertin bei unserem Produzentennetzwerk Fairtrade Africa. Außerdem begrüße ich sehr herzlich auf unserem Podium den Vorsitzenden unseres Aufsichtsrats, also Aufsichtsrat von Fairtrade Deutschland, das ist Dr. Matthias Lehnert. Herzlich willkommen. Und jetzt möchte ich gerne das Wort an Dieter Overath übergeben, der mit der Marktübersicht und den Entwicklungen von Fairtrade auf dem deutschen Markt 2021 beginnt. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen zusammen. Ja, gehen wir mal in medias res in die Zahlenentwicklung. Und Fairtrade hat sich in schweren Zeiten ausgesprochen gut geschlagen im vergangenen Jahr. Das heißt, auf der Gesamtebene haben wir 9% plus im Umsatz. Und das heißt, dass Konsumentinnen für 2,1 Milliarden Euro Fairtrade-Produkte gekauft haben. Und das ist eine Steigerung von 9% und die kann sich in schweren Zeiten sehen lassen. Damit sind wir übrigens global Spitze. Soll heißen, dass Deutschland mit großem Abstand die meisten und besten Fairtrade-Umsätze global erzielt. Und dass die Gründe dafür werden wir ja nachher auch im Einzelnen aufführen. Das, was noch wichtiger ist für die Produzentinnen, sind 40 Millionen Euro Fairtrade-Prämie. Und das Prämie geht ja noch on top,
auf die sonstigen Verpflichtungen, Mindestpreis, langfristige Lieferbeziehungen und Co. Und dieses Geld, diese Prämie ist wichtiger denn je für Investitionen vor Ort in Klimaanpassung, wo Anne-Marie ja auch und andere ja noch was zu sagen würden. Ja, welche Produktkategorien haben dazu welchen Beitrag geleistet? Und natürlich fangen wir mit Kaffee an, die quasi DNA des fairen Handels. Und das ist ja das Produkt, wo die meisten Menschen eben auch mit Fairtrade in Berührung kommen. Der Kaffee ist stabil geblieben und stabil heißt angesichts dessen, dass der für uns wichtige und sehr präsente Außerhausbereich, wo ja die Gastronomie sehr stark auch weiterhin noch teilweise unter der Pandemie leidet, dass wir trotzdem die 24.400 Tonnen Kaffee gehalten haben, ist in sich schon ein Erfolg. Damit liegen wir bei 5% Marktanteil in Deutschland. Ja, auf den Kaffeetischen steht oft und eigentlich immer öfter ein Strauß Blumen und das sind in unserem Falle eben die sogenannten Fairtrade-Rosen und damit sind wir bei dem Produkt, was das stärkste Wachstum im vergangenen Jahr erzielt hat, nämlich 25% und das Ganze heißt 631 Millionen Stiele Fairtrade-Rosen und dann kommen noch Weihnachtssterne und andere Produkte dazu, aber es ist der klassische Zehnerbund Rosen, den Sie in einigen Supermarktketten ja auch nur bekommen, wenn Sie dort Rosen kaufen. Und damit haben wir 36% Marktanteil. Und das ist natürlich enorm, dass das Produkt, wo man vielleicht nicht so sofort denkt, wenn man an Fairtrade denkt, das erfolgreichste ist. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur Konsumentinnen eine Auswahl treffen, sondern dass der Handel auch eine Vorentscheidung trifft. Und hier in dem Falle haben eine Reihe von Händler die Vorentscheidung getroffen, wir bieten nur Fairtrade-Rosen an und das wird von den Konsumentinnen honoriert und 631 Millionen Stiele ist eine stolze Zahl. Ich glaube, vor 10 Jahren, wenn man das gesagt hätte, hätte jeder gesagt, träum weiter. Ne? Also insofern sind die Blumen wirklich wichtig und sie sind noch wichtiger für die größtenteils weiblichen ArbeiterInnen auf den Blumenplantagen in Ostafrika, Kenia und Äthiopien, weil feste Arbeitsverträge und Projekte in Arbeitssicherheit, Wohnen und Co. ist nicht selbstverständlich. Es ist inzwischen attraktiv für Frauen auf einer Fairtrade-Plantage zu arbeiten, weil es sich sehr stark unterscheidet von den prekären Arbeitsbedingungen, die sie sonst auf Blumenfarmen haben und die deutschen Konsumentinnen haben genau das unterstützt mit dem wirklich tollen Kauf. Ja, kommen wir zu Kakao und Kakao ist ähnlich wie Blumen mit rasantem Wachstum. Vor 10 Jahren, 12 Jahren hatten wir noch 1% und weniger Marktanteil. Das heißt, das war, wenn man so will, ein Minderheitenprogramm im Fairtrade-System und seitdem haben wir kontinuierliches Wachstum und dieses Wachstum hat sich im vergangenen Jahr um 7% weiter fortgesetzt, Steigerung und da liegen wir bei über 82.000 Tonnen Kakaobohnen, aus denen dann natürlich die unterschiedlichsten Süßwaren gemacht werden und hier liegen wir bei 16% Marktanteil, das ist hinter Blumen auch der stärkste Marktanteil, den wir haben. Und ich glaube, noch wichtiger ist, und da gehen wir ja nachher auch rein, wenn wir über die Themen existenzsichernde Einkommen und Entwicklungen reden, dass wir extrem starke Impulse in die Süßwarenbranche gesetzt haben, die ja versucht, auch höheren Ansprüchen gerecht zu werden. Wie viel sie dem gerecht wird, ist ja etwas, worüber wir nachher diskutieren können. Bananen. Wenn ich ein Produkt beschreiben könnte als die Achterbahnfahrt des fairen Handels, dann wären es die Bananen. Einerseits erfolgreich, andererseits immer weiterhin noch vom Preiskämpfen geprägt. Und die unter 1 Euro Banane, wo wir eigentlich immer wieder sagen, Leute, ein Kilo Bananen unter 1 Euro, 10.000 Kilometer entfernt aus Ecuador gekommen, harte Arbeit dahinter. Äpfel hier aus dem alten Land oder woher auch immer sind teilweise doppelt so teuer wie ein Kilo Bananen.
wann hört das mal endlich auf? Und diese Preiskämpfe, die teilweise auch im Bio-Bereich laufen, haben bei uns eben auch Spuren hinterlassen, sprich 3% Rückgang, was wir insgesamt noch als glimpflich empfinden, weil hier wirklich eine Branche ist, die von diesen Preiskämpfen geprägt ist. Also insofern sind wir da eigentlich noch gut weggekommen. Ich rede jetzt über ein Produkt, worüber wir hier in dem Ort der Pressekonferenz eigentlich viele Jahre nicht gesprochen haben, das ist der Tee. Ne? Natürlich ist der Kaffee quasi die Hauptdosis im fairen Handel, im Konsum, aber der Tee hat jetzt mit 19% zugelegt und da liegen wir auf über 500 Tonnen und das hat unter anderem neben Engagement anderer Lizenzen immer damit zu tun, dass die Teekampagne, die ja hier auch in Berlin sitzt, komplett auf Fairtrade-Tee umgestiegen ist und das hat uns beim Tee auch einen Schub gegeben. Ja, Baumwolle, Textilien. Hier haben wir einerseits bei der Baumwolle ein Plus von 6%, 8.700 Tonnen. Das ist nicht eher der Mode zuzuordnen, sondern Berufsbekleidung. Eine Reihe von Händlern haben inzwischen Berufsbekleidung mit Fairtrade-Baumwolle. Es ist aber auch Baumwolltaschen und bis hin zu Flachwäsche. Da spielt die öffentliche Beschaffung eine Rolle. Könnte mehr sein, da reden wir ja nachher auch drüber. Und wir haben auch als Erste einen kompletten Textilstandard von der Baumwolle bis zur Konfektionierung erstellt und hoffen, dass das zunehmend Zuspruch bekommt. Ja, vielleicht ein paar Worte zu den Tendenzen 2022. Natürlich ist die Frage, was macht die Inflation, was macht die öffentliche Präsenz des Krieges mit Nachhaltigkeitsthemen so auch Fairtrade. Und hier müssen wir zum Glück sagen, dass die Kundschaft, die Fairtrade-Produkte kauft, es aus Überzeugung macht. Und das ist etwas, wo wir nicht in großer Sorge sind, dass wir unter die Preisräder kommen, ich sage das mal in Anführungszeichen, sondern die Signale, die wir auch aus den ersten Meldungen, die wir in diesem Jahr haben, deuten bei Kaffee sogar auf ein zweistelliges Wachstum hin. Außer Hausbereich ist wieder stärker präsent, bei Zucker und anderen Produkten auch. Also insofern, wenn etwas mit dem Markt signifikant passiert, wenn insgesamt weniger Blumen gekauft werden, dann wird das natürlich in irgendeiner Form auch auf Fairtrade Auswirkungen haben. Aber wir glauben nicht, dass insgesamt in der Krise der Drang, nachhaltiger zu sein und Zeichen in Sachen globaler Gerechtigkeit zu setzen, eben zu kurz kommt. Und das werden wir mit unserer Kommunikation, Kampagnen, mit dem 30-Jährigen, Sie sehen ja da auch die Danke-Aktion, die nächste Woche bundesweit in vielen Städten starten wird. Das heißt, der Diskurs, in welcher Welt wollen wir leben, und wie Klimaanpassung und soziale Gerechtigkeit ihren Ort auch im Konsum finden, wird von uns mit größter Stärke weiter vorangetrieben. Und das unterscheidet uns von vielen anderen, dass wir in diesem zivilgesellschaftlichen Diskurs präsent sind, diskutieren, Fragen stellen. Und das ist etwas, was wirklich auch honoriert wird und was uns stärker macht, indem dass dieses Thema nicht so einfach in der Krise von der Bildfläche verschwindet, so schwer die Zeiten insgesamt im Handel eben auch sein mögen. Also insofern würde ich das mal bei einem ersten Überblick belassen und dann schauen wir gleich mit den Fragen weiter, wo wir noch vertiefen können. Besten Dank, Dieter Overath, für diese Einordnung. Ja, uns wurde die Fragilität von globalen Lieferketten schon während der Pandemie deutlich vor Augen geführt. Und jetzt zeigen sich eben die zusätzlichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Und ich möchte das Wort an Anne-Marie Yao in der Côte d'Ivoire übergeben. Sie ist bereits seit 2012 in verschiedenen Positionen für Fairtrade tätig. Seit 2015 ist die Kakao-Expertin als Regional Cocoa Manager für unser Produzentennetzwerk Fairtrade Africa tätig. Sie wird uns die aktuelle Situation und Bedarfe aus Perspektive der Kakaobäuerinnen und Bauern aufzeigen. Anne-Marie, the floor is yours. Thank you, Edith. Good morning, ladies and gentlemen, Your Excellency.
Dear Fairtraders and our press colleague, I'm honored to represent Fairtrade Africa cocoa producers in this press conference. It's a privilege to be associated, and it's also giving us an opportunity to share producers' perspective. Ultimately, our aim with the program and with the leadership in Africa is aiming for long-term relationship between the consumer brand and the traders that supply their clients to the SPUs, who also rely on cocoa for their household income. So we think that a mutual understanding should lead to sustainable access to fair trade market. That in turn will play a role in increasing farmers' household income and progressing toward living income. It means that the commitment from the German market will lead in an improved livelihood for farmers. And this is something that we rely on to make sure that we sustain our communities and give a better future to our producers. So the effectiveness and resilience of cooperative and our producers as business and their responsiveness to their members' needs is our main outcome. So our intervention locally include training, coaching, advisory support, income diversification project implementation to ensure that they increase their income in addition to what they earn from cocoa. But as you all know, COVID-19 threats in cocoa producing country come with some effects like logistical difficulties, higher transport price, input, fuel, everything has increased, and of course the vulnerability also increased. And in addition to these technical and material needs, some of our people have lost their loved one, and of course they have lost their livelihood and have to readjust on their daily life in a way that was not prepared. We have been able to work with other partners like GIZ. This is the cooperation, the German cooperation results in our continent, and we come up with the recovery projects with the support of GIZ and Fairtrade International. They have been a real help for our Fairtrade cooperative in terms of economic crisis caused by COVID-19. We want to thank the German cooperation, thank GIZ for the recovery fund, as we maintain the relationship of trust with their members. The cooperative have been able to disseminate awareness message throughout the cocoa growing area to ensure that they cope the spread of the disease. Recover has been a great opportunity for us to have cooperative implementing new income generating activities, accelerating women business through village loans. We have been able to implement some project with youth. Most of the poultries were handled by youth. So it has bring like a kind of solidarity and more inclusion of women and youth in the cooperative management. The funds made available to cooperative have enabled a development of several projects, moving from vegetable to snail farming and cassava growing and so on. As you see, it means that lack of resilience of cocoa producer and the shock like COVID-19, the climate change and the huge effect that we are facing, and now we have the Ukraine conflict, all these shocks are difficult to face by producers. And we are going, it's the risk of food security is high. The child rights is jeopardized. The yield for cocoa growing is still a challenge. And of course, the supply chain needs a better management. Fair trade contribution is to bring stability with the premium
to bring stability with all the additional income that we bring to the different families to ensure that producers will remain viable, will be able to face the shock, and also be able to maintain their women and their youth in the communities. So as you know, I know most of you are aware about what we use the federal premium for. We build schools, we ensure that the communities are enough safe. We try as much possible to conduct them through the investment like potable water. We help them with the building of the warehouses, how they have to produce a better quality of cocoa, invest in the productivity to ensure that they will be able to continue to survive with the income coming from cocoa. Our achievement with all those things is possible because we are working with other people. So I'm talking about this COVID-19 and the Recovery Fund to showcase here how the concerted effort of all stakeholders is crucial. With all the upcoming legislation, it's urgent for us to build strong partnership, because legislative measure should be complemented with strong action and multi-stakeholder coordinated initiative. This is what will raise the floor to address the most critical need for cocoa farmers. And the most critical one is a better price for them to make sure that they afford a decent living condition. I'm happy to be on this platform to share with you, because fair trade alone cannot address the needs. And as you know, the most pressing one being the sustainable price needs a commitment, a long-term commitment, significant volume to ensure that farmers at the end of the day will be able to sell their cocoa beans under fair trade terms and have a good return through the fair trade premium to be able to reinvest in their community. A cocoa producing area built, a community built, will mean a better future for the next generation. It means more attention to what is in the planet. It means the area they are producing. It means more attention to degradation of forests. It means more attention toward all the problematic and matters that we know, like child labor, deforestation, forced labor, and so on. So I'm really glad and want to appreciate the collaboration with the cooperation through the GIZ, and we are looking forward for more. We have the expertise, and we think that together we can go further. Thank you very much for the opportunity, and I'm available and still on the call. If you have some questions for clarification, I will be happy to respond. Thank you very much. Thank you very much, Anne-Marie. Herzlichen Dank an Anne-Marie Yao nach Abidjan. Sie hat es gerade schon gesagt, auch Anne-Marie Yao wird im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung stehen und im Call bleiben. Ich gebe jetzt das Wort an Dirk Meyer. Er ist, wie gesagt, Leiter der Abteilung Globale Gesundheit, Wirtschaft, Handel und ländliche Entwicklung im Bundesentwicklungsministerium BMZ. Denn wir haben es gerade von Anne-Marie schon gehört, Fairtrade can't do it alone. Legislation, also unter anderem das Lieferkettengesetz, gibt jetzt einen Rahmen, der über ein freiwilliges Engagement hinaus eine Mehrverbindlichkeit schafft für die Einhaltung von Menschenrechten in Lieferketten. Und es ist ein wichtiger Schritt, aber einer, auf den auch mehr folgen müssen. Richtig, Herr Meyer? Ja, danke schön. Frau Gemeiner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei dieser Pressekonferenz dabei zu sein. Ich verbinde das Ganze natürlich auch nochmal aus Sicht eines Ressorts mit einem ganz herzlichen Dank an die auch sehr tolle persönliche Lebensleistung von Herrn Oberrat an der Stelle und das Team, was nun seit fast 30 Jahren, das Jubiläum feiern wir ja in Kürze, unterwegs ist und damit, um es auch in diesen Begriff zu packen, tatsächlich Pionierarbeit in Deutschland und darüber hinaus geleistet hat. Insofern erstmal meine Honneurs an der Stelle ganz herzlich an Fairtrade und die Teams und auch Sie persönlich, Herr Oberrat.
Ja, in der Tat. Ich würde gerne drei Punkte machen, die aus meiner Sicht, aus Sicht eines BMZ, eines Bundesentwicklungshilfeministeriums, relevant sind für das Thema, das Sie eben angesprochen haben. Und würde beginnen mit ein paar Punkten auf die Frage, warum denn Fair Trade und der faire Handel eine so hohe Bedeutung für ein Ministerium wie das BMZ haben. Sie wissen, das BMZ ist ein Stück weit auch die Stimme des globalen Südens in einem Kabinett, in einer Bundesregierung, und daraus leitet sich sehr viel ab. Warum ist der faire Handel so wichtig? Erstens, es ist natürlich eine Frage der Gerechtigkeit an und für sich. Fairness. Fairness und Gerechtigkeit als Beginn, weil wer immer auf die Themen guckt, feststellt, dass Hungerlöhne, schlechte Arbeitsbedingungen, furchtbare Umweltbedingungen am Anfang einer Lieferkette stehen. Das ist sozusagen etwas, was, glaube ich, immer wieder auch ins Bewusstsein zurückgerufen werden muss. Es steht sozusagen die Verletzung auch von Menschenrechten, wenn es unfair ist, am Beginn einer Lieferkette, bevor wir die Produkte hier bei uns auf dem Tisch haben. Das Zweite ist, und das hat Anne-Marie Jao eben auch schon sehr stark angesprochen, dass Fairness, fairer Handel, so etwas ist wie eine Brandmauer gegen multiple Krisen. Und multiple Krisen sind eben gerade angesprochen worden. Wir haben auf heftige Art und Weise in der Corona-Krise erlebt, was die Corona-Krise tatsächlich für die Lebens- und Arbeitsbedingungen im globalen Süden ausgelöst hat. Wir haben festgestellt, dass es nicht nur um diese Gesundheitskrise ging, sondern dass wir sehr viele Schattenkrisen im Gefolge der Corona-Krise im globalen Süden gewärtigen mussten, von zusammenbrechenden Arbeitsmärkten über gerissene Lieferketten, über Rückschläge in der globalen Gesundheit etc. pp. Und in dem Bildungsbereich, viele Länder, in denen Kinder über lange Zeit nicht zur Schule gegangen sind und keine Tablets dabei hatten, also sozusagen sich die Lebenslagen insgesamt verschlechtert haben. Und wenn man dann sieht, dass an diesem Anfang schlechte, unfaire Löhne einer Lieferkette stehen, stellen wir fest oder müssen wir feststellen, dass unfairer Handel am Ende wie ein Brandbeschleuniger auf diese multiplen Krisen gewirkt hat. Und mit dem Ukraine-Krieg, der Krieg quasi on top jetzt sozusagen weitere Krisen über hohe Inflation, hohe Energiekosten, gerissene Lieferketten etc. pp. Obendrauf kommen in Ländern, die ohnehin schon am Rande auch ihrer budgetären Möglichkeiten sind. Und der dritte Punkt, ab dann beginnt es uns alle auch zu betreffen. Insofern ist auch das ein wichtiges Thema. Wir sind mit dem Ukraine-Krieg in einer Situation derzeit, wo wir auch über Narrative in dieser globalen Welt reden, über Narrative darüber, was ist eigentlich sozusagen die richtige Ordnung, für die wir stehen. Und zu dieser richtigen Ordnung gehört natürlich die Unverletzlichkeit von Grenzen, die Unverletzlichkeit von Menschenleben. Dazu gehört aber auch insgesamt ein Handelssystem, ein globales System, das auf Gerechtigkeit und auf Fairness ausgerichtet ist. Und insofern ist der faire Handel auch Teil dieses Narrativs, für das wir stehen und für das wir derzeit in der Auseinandersetzung dieser Welt sind. Denn wir wissen beispielsweise, dass die Themen etwa wie Klimawandel, etwa wie die Biodiversität, Lebensgrundlagen von Menschen, die auch sozusagen Anbaubedingungen sozusagen bedeuten, Ernten bedeuten etc., sehr stark durch unsere Lebensweise beeinflusst sind und die Auswirkungen dort vor Ort sind. Auch das haben wir eben von Anne-Marie Jao gehört. So, deshalb ist fairer Handel für uns eine relevante Größe im BMZ. Deswegen ist das ein so wichtiges Thema für uns. Und deshalb sind wir so dankbar für die Arbeit und die Pionierleistungen, die Fairtrade auf den Weg gebracht hat. Das Zweite, auf das ich kurz eingehen möchte, ist, dass fairer Handel sozusagen die Grundlagen dafür schafft, dass wir sowas wie soziale, ökologische, ökonomische Resilienz haben. Auch darauf hat Anne-Marie Jao eben sehr eindrucksvoll im Kakaobereich hingewiesen. Herr Overath hat auf die Prämien hingewiesen, hat auf die grundlegende Beratungsstruktur, sozusagen den holistischen Ansatz gesprochen, wo es sozusagen nicht nur, aber auch natürlich um Löhne und Erwerbsbedingungen geht, aber eben auch um das gesamte Umfeld, das eine wichtige, auch entwicklungspolitische Arbeit darstellt. Und wir wissen aus vielen Studien inzwischen,
bezogen insbesondere natürlich auf Corona, dass dort, wo sozusagen feste, auch sozialökonomische Strukturen bestehen können durch fairen Handel, am Ende die Resilienz auch stärker ist, um durch solche Krisen durchzukommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch und zeigt, dass diese Krise auch sozusagen die Bedeutung von fairem Handel noch einmal an der Stelle unterstrichen hat, weswegen wir als BMZ an dieser Stelle auch die Arbeit besonders schätzen. Und es kommt etwas anderes dazu, das hat implizit Herr Overath eben auch schon angesprochen, mit dem fairen Handel trifft der Handel selber auch Vorentscheidungen. Das heißt, die Arbeit, die sich hier zeigt, hat einen Satz und der heißt, fairer Handel geht, er funktioniert. Es ist sozusagen keine wolkige Utopie, sondern es zeigt sich, dass fairer Handel funktioniert. Und durch diese Vorentscheidung des Handels im Bereich Blumen, hatten Sie es angesprochen, ist der Beweis im Grunde erbracht, dass resiliente Systeme aufgebaut werden können. Dritter und letzter Punkt, all das hat Standards gesetzt, in den letzten Jahren wichtige Standards gesetzt, die uns eine wichtige Hilfe waren, am Ende auch gleichzeitig auf die systemische Entwicklung und die Strukturen einzuwirken. Und insofern war das Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz, das auf nationaler Ebene aufgebaut worden ist, ein großer Meilenstein. Und wir stehen sozusagen vor einem zweiten großen Meilenstein, nämlich den Entwurf des europäischen Lieferkettengesetzes, der seit wenigen Wochen auf dem Markt ist. Wir sind alle positiv überrascht davon, dass tatsächlich hier Standards über das deutsche Gesetz hinausgehen, das Ganze jetzt auf die europäische Ebene gehoben wird. Und das Ganze hat natürlich eine starke auch ökonomisch globale Bedeutung, weil damit ein neues Level Playing Field hergestellt wird. Es ist also eben nicht nur der deutsche Markt, der schon sehr groß ist und sehr wichtig ist, sondern es ist der große und mächtige europäische Markt, der, wenn er die Prinzipien dieses Gesetzes dann sozusagen in die Anwendung bringt, einen starken Impuls sozusagen in die Welt und damit auch in die Arbeits- und Produktionsbedingungen von Menschen setzt. Also insofern schließt sich sozusagen in den Lieferketten auch gleichzeitig wiederum eine Kette, die Arbeit mit den beeindruckenden Zahlen erneut von Fairtrade haben Standards gesetzt, die uns geholfen haben, weltweite Standards im Hinblick auf die Grundbedingungen von Handel zu setzen. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, weswegen das BMZ mit großem Engagement und mit vielen Partnern auch in der Zivilgesellschaft auch in die Diskussion auf das europäische Lieferkettengesetz einsteigen wird. Insofern herzlichen Dank und wir haben noch weiter viel zu tun, aber wir wissen jedenfalls auch als BMZ, dass wir starke Partner an unserer Seite haben. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Mayer. Ja, es ist so, dass wir ein Lieferkettengesetz haben und dass Fairtrade nach 30 Jahren eben da steht, wo wir jetzt stehen. Das ist eine sehr positive Entwicklung, aber das ist eine Entwicklung, die wir nicht allein getragen haben, sondern das wäre ohne das breite zivilgesellschaftliche Fundament, auf das sich eben auch der faire Handel und Fairtrade Deutschland baut, nicht denkbar gewesen. Und mit diesen Worten gebe ich an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Matthias Lehnert ab, der diese Entwicklung in das Engagement einbettet. Bitte, Matthias. Ja, danke, Edith. Sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche gewissermaßen als ein Vertreter der angesprochenen zivilgesellschaftlichen Basis von Fairtrade und für uns ist der Einsatz für eine positive Marktentwicklung, die hier ja dargestellt worden ist, und die politische Arbeit untrennbar verbunden. Und da sehen wir natürlich mit Blick auf das vergangene Jahr das bereits mehrfach erwähnte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als einen wesentlichen Meilenstein, der nun zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres in Kraft treten wird. Das ist ein wichtiger Schritt, für den sich Fairtrade engagiert eingesetzt hat. Das zivilgesellschaftliche Bündnis, das rund um die Fairtrade-Bewegung entstanden ist, aus den Mitgliedsorganisationen Fairtrade Towns, Fairtrade Schools, Universities und so weiter, hat sich, wie Sie wissen, schon sehr lange für ein strenges Lieferkettengesetz stark gemacht. Und wir können jetzt mit Blick auf die gesetzgeberischen Meilensteine und die laufenden Entwicklungen auf der europäischen Ebene sagen, wir sind zwar lange noch nicht am Ziel, aber wir sind endlich am Start. Ein ganz wesentlicher Punkt für Fairtrade ist dabei
der Blick auf die Preise und die Löhne. Aus unserer Sicht muss eine Lieferkettengesetzgebung, die wirken soll, eine Preiskomponente bekommen. Daraufhin hat ja Ann-Marie auch schon hingewiesen. Unser Konsumverhalten im Norden, das muss so gesagt werden, erzeugt durch Ausbeutung von Mensch und Umwelt Kosten, die eingepreist werden müssen. Das ist ein marktwirtschaftlicher Grundsatz und keine sozialromantische Träumerei. Wir werden uns aber auch über das Lieferkettengesetz und die Lieferkettengesetzgebung hinaus weiter für eine faire Gestaltung des Handelssystems, des internationalen Handelssystems von den Produzentinnen und Produzenten bis zu den Konsumenten und Konsumentinnen einsetzen. Wir tun dies als eine Organisation, die seit 30 Jahren in der Zivilgesellschaft breit und tief verankert ist, mit über 30 NGOs, mit Kirchen, Stiftungen, Vereinen, Verbänden als Mitgliedern. Über 50% der deutschen Bevölkerung lebt mittlerweile in Fairtrade Towns. Auch das zeigt, wie breit wir verankert und verwurzelt sind. In den 30 Jahren haben wir gesellschaftlichen Wandel, tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel erlebt und wir erleben ihn, auch das ist gesagt worden, auch aktuell. Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns alle mit Sorgen. Die Sorgen der Produzentinnen und Produzenten, die damit verbunden sind, hat Frau Yao dargestellt. Das zeigt, die Sorge um die Ernährungssicherheit macht klar, Handelsgerechtigkeit darf nicht ins Hintertreffen geraten. Und das zeigt auch ein Blick auf die Klimadebatte, die ja auch unter den Eindruck des Krieges ein wenig in den Hintergrund zu geraten droht. Klimaschutz geht nur mit den Menschen. Handelsgerechtigkeit bedingt Klimagerechtigkeit und, wie es ja so schön heißt, der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und daher appellieren wir an die Politik, an die Wirtschaft, an die Gesellschaft, an die Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland, angesichts des Ukraine-Krieges und der anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie, darf fairer Handel nicht ins Hintertreffen geraten. Handelsgerechtigkeit ist eine ganz notwendige Voraussetzung für eine friedliche Welt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Matthias Lehnert. Besten Dank an alle Sprecherinnen und Sprecher des Podiums. Jetzt möchte ich gern die Fragerunde eröffnen. Ich richte meinen Blick hier in den Konferenzraum hier im Tagungszentrum in Berlin. Aber dieser Aufruf gilt natürlich auch an alle, die uns zugeschaltet sind. Nutzen Sie die Chatbox, stellen Sie uns Ihre Fragen, wir sind für Sie da. Und ich sehe schon, es gab wohl Fragen im Chat. Mein Kollege Marcello Crescenti wird die vortragen. Bitte schön. Ja, zunächst einmal ein paar Fragen zu den Zahlen haben wir im Chat. Zum Beispiel zu den Kakao-Marktanteile. Also wie sind die Kakao-Marktanteile in Deutschland, wird gefragt. Genau, Dieter Obert. Ja, also beim Kakao haben wir einen Marktanteil von 16%. Das ist nach dem Blumen der höchste. Und ich hatte ja auch gesagt, das war eine rasante Entwicklung. Die kommt deswegen zustande, weil eine Reihe von Händlern in ihrer Beschaffung für bestimmte Produktkategorien ausschließlich auf Fairtrade-Kakao setzen, aber auch Akteure wie Riegelein, Lamberts-Gruppe, die also auch teilweise auf 100% gehen. Also insofern ist das eigentlich der Hauptgrund dafür, dieser Steigerung, dass die Wirtschaft und der Handel mit gutem Beispiel vorangeht. Da sind 84% noch nicht Fairtrade. Und wenn die Situation so ist, dass das Durchschnittseinkommen 1 Dollar am Tag, Pi mal Daumen, in der Elfenbeinküste ausmacht, dann wissen wir, auf diesem Erfolg kann man sich definitiv nicht ausruhen, weil die Situation vor Ort ruft eigentlich nach noch viel mehr. Annette Jensen, freie Journalistin, fragt, sind die Zahlen nur Fairtrade gesiegelte Produkte oder auch die Importe von traditionellen Akteurinnen, die ohne Siegel arbeiten? Also das Forum Fairer Handel stellt ja immer auch seine Zahlen wiederum vor, wobei man schon sagen muss, dass
die mit dem Fairtrade gesiegelten Produkte 2,1 Milliarden Umsatz wirklich weit über 90% ausmachen. Aber es ist natürlich erfreulich, wenn darüber hinaus eben auch Importeure Gepa und Co. Sag ich mal, ihre Fairtrade-Produkte unter das Volk bringen. Also insofern, das zahlt drauf ein. Unsere Zahlen sind ausschließlich aus dem, was wir selber auch, sage ich mal, im zertifizierten Bereich haben. Jens M. fragt, Deutschland ist also Spitze bei Fairtrade-Umsätzen, sagen Sie. Inwiefern sind da auch Umsätze von deutschen Händlern, wie zum Beispiel Lidl und Aldi im Ausland, in den Zahlen inbegriffen? Ja, das ist eine sehr wichtige und aktuelle Frage. Global gesehen sind Lidl und Aldi die beiden wichtigsten Akteure, weil das, was sie hier in Deutschland machen, machen sie inzwischen in weit über 30 Ländern. Also die Umstellung im Kakaobereich, bei Bananen. Also insofern, die Zahlen, die wir Ihnen genannt haben, beziehen sich auf den deutschen Markt. Aber wenn ich mal alleine die Prämien nehme, dann hat so ein Akteur wie Lidl weit über 20 Millionen beigetragen, auch in anderen Ländern. Also insofern liegen diese Akteure ganz weit vorne, weltweit, und unterstützen diesen Trend, den wir in Deutschland haben, eben somit auch in anderen Ländern. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail. Für das Jahr 2020 musste Fairtrade Deutschland aufgrund der pandemiebedingten Schließungen in der Gastronomie, Außerhausmarkt, Einbußen hinnehmen. Nun fragt Bettina Röthig von der Lebensmittelpraxis, durch welche Maßnahmen gelang es, diese Delle auszugleichen, trotz weiterer Lockdowns? Also unser Trade-Marketing ist weiterhin ungebrochen dabei, eben kommunikative Maßnahmen zu treffen, dass die Leute, die vor Ort in der Gastronomie, früher waren es auch Firmenkantinen und Co., die jetzt vielleicht zunehmend wieder in die Büros zurückkommen, wissen, es wird Fairtrade-Kaffee ausgeschenkt. Viele von ihnen werden vielleicht auch mit der Bundesbahn fahren, zunehmend mehr, und dort bekommen sie nur Fairtrade-Kaffee. Also insofern, die Kommunikation wird verstärkt. Und das, was ich als Tendenz gesagt habe, in den ersten Monaten zweistelliges Wachstum bei Kaffee, ist sehr stark auch auf den Außerhausbereich zurückzuführen. Also insofern liegen wir hier wieder in der Spur. Miriam Heppen von der Lebensmittelzeitung fragt, Herr Overath, Sie sprachen die Überzeugung der Fairtrade-Kunden an, die Sie in inflationären Zeiten schützen soll. Jetzt meldeten die Bio-Supermärkte deutliche Umsatzrückgänge, allein im März im Schnitt 18%. Dabei sind Kunden, die gezielt einen Bio-Supermarkt ansteuern, ja auch Überzeugungstäter. Kurzum, woher rührt Ihr Optimismus? Der rührt schlicht und einfach erstmal aus den Zahlen her, die wir bekommen. Und im Falle Fairtrade, Zahlen lügen nicht, ist das, sage ich mal, schon eine sehr verlässliche Größe. Aber es ist klar, wir wollen jetzt hier auch nichts gesund beten oder. Wenn ich im Blumenbereich, jetzt gehe ich mal auf andere Bereiche, wenn insgesamt sektorale Entwicklungen sind, dann gehen die an Fairtrade nicht spurlos vorüber. Wir merken es zurzeit noch nicht an den Zahlen, und wir glauben weiterhin, dass es eine Treue gibt. Und wir sind, und das ist nicht unwichtig, sehr breit aufgestellt. Also dass wir auch im Preiseinstieg, sowohl im Discount als auch im normalen Handel drin sind, ist in diesen Zeiten wichtig. Und ich gebe immer das Beispiel, ein Pfund Fairtrade Bio-Kaffee bekommen Sie für 4,59. Da kann man 70 Tassen von machen. Das kann sich ein Student hoffentlich weiterhin leisten. Aber es ist klar, Sicherheiten gibt es keine, auch nicht für Fairtrade, aber die Sorgenfalten sind nicht sehr groß. Die sind größer für die Menschen vor Ort, wenn nicht mehr Fairtrade gekauft wird. Und das ist ja hier von meinen Vorrednern mehrfach angedeutet. Also insofern, Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit deren Sorgen sind ungleich größer wie unsere Sorgen. Und damit will ich um Gottes Willen die inflationären Dinge, dass Menschen gucken müssen, wofür sie Geld ausgeben und nicht. Das ist ernst zu nehmen. Aber bei Textilien, denke ich, ist das beste Beispiel, dass ein anderer Konsum weniger und besser
anders ist. Bei Bananen soll kräftig zugelangt werden, es ist ein gesundes Lebensmittel und da kaufen Sie hoffentlich weiterhin gut auf Fairtrade. Bananen bei Textilien bitte weniger und dann aber darauf achten auf die soziale Qualität. Andreas Heimann, dpa, hat zwei Fragen gestellt. Ist der Umsatz 2021 höher als 2019, also dem Jahr vor der Corona-Pandemie gewesen? Das können wir auf jeden Fall bejahen. Ja. Das ist ja ein Rekordumsatz für Fairtrade-Produkte. Genau. 2019 haben wir die 2-Milliarden-Marke knapp geknackt und im letzten Jahr mit über 2,1 Milliarden klar geknackt. Also insofern auch besser wie das Vor-Corona-Jahr. Und auch Andreas Heimann möchte die absoluten Zahlen von in Tonnen, wie viele Tonnen Kaffee, Bananen und Kakao verkauft wurden. Gut, bei Kaffee 24.400 Tonnen, bei Bananen haben wir 108.000 Tonnen, können Sie 700 noch drauf tun und bei Kakao 81.900, also sprich die absoluten Mengen und die sind ja entscheidend für die Fairtrade-Prämien und Mindestpreise vor Ort, sind entsprechend gut gelaufen, weil das ist das, was zählt für die Farmer vor Ort. Gerne dazu zu diesen absoluten Zahlen und dem Wachstum. In unserem Jahresbericht auf Seite 19 finden Sie die Tabelle mit vielen Infos auch zum Bioanteil zum Beispiel. Und Seite 20 und 21 sehen Sie dann quasi, was das in Rohstoffeinkäufen vor Ort und Prämien bedeutet. Das noch als Hinweis im Jahresbericht, der ja auch zum Download zur Verfügung steht. Ja, Martina Kausch, Redakteurin bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel, fragt, bei der Fruit Logistica, das ist ja die Messe, habe ich von Produzenten gehört, sie wollten mehr Wert auf nachhaltige Produktion als auf Fairtrade setzen. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung? Also nachhaltige Produktion ohne Fairtrade ist keine nachhaltige Produktion. Also das würde ich schon mal recht profan reingeben. Und Bananen ist ja ein gutes Stichwort, ähnlich wie bei Kakao auch. Mit Fairtrade alleine können Sie die Welt nicht retten. So vermessen sind wir ja nicht, sondern es geht um sektorale Veränderung. Und da ist ja das BMZ und die GITS wirklich im Diskurs und Kakao und Bananen sind ein Beispiel dafür, das Menschenrecht auf existierende Einkommen muss bitte schön auch mal konkret eingeholt werden. Und hier ist der Diskurs eben auch im Bananensektor mit den Händlern entsprechende Verpflichtungen in den nächsten 2 Jahren hier signifikant voranzukommen. Und da ist Fairtrade mit dabei und das unterstützen wir. Und da ist eine Dynamik entstanden. Also insofern, wir sind so Türöffner für Themen. Wir zeigen, Konsumenten gehen mit. Wir zeigen, sie können höhere Preise bezahlen. Und das geht dann in einen nächsten Schritt rein. Und hoffentlich bei Kakao, dass in ein paar Jahren existenzsicherndes Einkommen über einen höheren Preis gewährleistet ist. Dafür werden wir uns engagieren. Kämpfen, würde ich mal sagen, weil ich möchte nicht von Anne-Marie Jao quasi in 2-3 Jahren noch eine ähnliche Beschreibung haben. Und da ist Engagement aller gefordert. Vielleicht nur als Ergänzung dazu noch, in der Tat, den ersten Satz möchte ich einfach auch aus Sicht des BMZ nochmal bekräftigen. Nachhaltigkeit richtet sich in der Regel entlang der SDGs und Fairness und Gerechtigkeit und kann damit auch Löhne kann man nicht voneinander trennen. Ja. Also man kann nur sagen, wer nachhaltig unterwegs sein will, muss über faire Löhne reden. Anders geht es nicht. Das ist a contradiction in itself. Ja, das ist vielleicht eine Frage an Matthias Lehnert. Wie kann man, also wir haben auch Schulen unter den Zuschauern und eine Schule aus Frankfurt fragt, wie kann man als Schule Fairtrade helfen? Wir haben ja Fairtrade hat ja ein großes zivilgesellschaftliches Engagement. Ja, natürlich. Also das ist natürlich eine ganz wesentliche Komponente. Die Fairtrade Schools sind schon erwähnt worden. Das ist sicherlich eine ganz konkrete Maßnahme, sich als Fairtrade School einzureihen. Und dann hat man das ganze Programm natürlich von den Inhalten der Lehre bis hin zur Schulkantine kann man sich also da mit einbringen. Und dann ist man auch als Schule Teil des großen Netzwerkes.
und kann als Schüler oder Schülerin sich einbringen auf der kommunalen Ebene und dann später vielleicht in unserem Fair Activists-Programm. Also da sind vielfältige Möglichkeiten und wer konkret dazu Fragen hat oder konkret sich beteiligen möchte, der kann sich jederzeit natürlich auch an uns. Und ich würde hier wirklich ergänzen, wir haben zusammen mit Rheingold eine Studie gemacht und die Studie hat in der Essenz was total Interessantes hervorgebracht und ich selber kann als Vater von zwei agilen Töchtern das nur bestätigen. Wir sind in der ersten Generation, wo Kinder anfangen, ihre Eltern zu erziehen. Mobilität, Sprachgebrauch, richtig gendern und die gucken in die Kühlschränke. Und da geht es nicht nur um weniger Fleisch, da geht es auch darum Sozialverantwortung. Also insofern, guckt, was zu Hause eingekauft wird, betextet eure Eltern und da will ich bestimmte Kaffee- und Schokosorten nicht mehr sehen. Ich nenne keine Namen. Aber das ist, sage ich mal, etwas, wo die nächste Generation viel Hoffnung macht und ja, Macht legt los. Ein Flammenappell, das kennen wir von Dieter Overath. Wir haben noch eine Frage zur CO2-Bilanz. Wenn ein Flugmango aus Ecuador zum Beispiel kommt, ist das, also die Frage ist so gestellt, ist das verwerflich? Ist das, was sagen Sie dazu? Es ist Fairtrade, aber dann zu der CO2-Bilanz, was sagen Sie dazu? Also systematisch wird auch, sag ich mal, im Anbau geguckt und auch mit Pilots im Transport, wie die CO2-Reduktion auch bei Fairtrade-Produkten gemacht werden kann. Bei Blumen haben wir die Diskussion gehabt, aber es gibt da auch einen doppelten Blick. Und der doppelte Blick heißt, dass die Produktion unter in dem Fall afrikanischer oder südamerikanischer Sonne ungleich klimaschonender ist wie Gewächshausanbau. Und die andere Frage, die ich immer wieder stelle, es gibt auch, sag ich mal, ein Hinflug und der ist mit Made in Germany Produkten in alle Welt, was weiterhin stattfindet. Insofern müssen sich der Klimafrage wirklich auch alle stellen und wir sind als Exportweltmeister auch daran beteiligt. Und das ist insofern, man kann nicht jedes Produkt aus dem globalen Süden unter Klimaverdacht stellen und gleichzeitig Produkte aus dem globalen Norden weiterhin wie selbstverständlich in alle Welt schicken. Das soll nicht heißen, dass man hier optimieren muss, aber soziale Gerechtigkeit heißt auch globale Gerechtigkeit in den Fragen. Damit will ich nichts abwürgen. Alle müssen besser werden. Vollkommen d'accord. Ja, ich würde vielleicht an einer Stelle auch nochmal bestätigen wollen. Wir haben eben ja auch gehört, wie die Produktionsbedingungen sich verändern. Wir nehmen ja heute schon wahr, und das ist ja auch Teil der Diskussion zur Ernährungskrise, dass der globale Süden derzeit schon viel stärker unter dem Klimawandel leidet, als wir es tun, ohne dass er je seinen Anteil sozusagen dazu erbracht hätte. Er ist ja nicht schuld am Klimawandel an der Stelle. Also insofern wäre das ein schiefes Bild, so zu argumentieren. Im Übrigen gilt, auch da, der faire Handel alleine kann die Welt nicht lösen, genau, sondern die CO2-Problematik wird natürlich in den anderen Themen des Pariser Klimaabkommens eben auch adressiert und angegangen. Insofern gehört beides zusammen. Auch das steht unter dem Dach der SDGs am Ende. Wir haben noch eine digitale Frage und dann noch Kaspar Domke, noch zwei sogar noch Online-Fragen. Kaspar, ja, bitte ans Mikro, damit ja unser Publikum online das auch mitverfolgen kann. Danke. Ich hätte gerne noch gewusst, Sie haben gesagt, dass es bei einem Produkt jetzt schon Anzeichen dafür gibt, dass es jetzt im März der Absatz steigt. Da hätte ich gerne gewusst, ob sich das eigentlich auf Umsatz oder Menge bezieht. Und dann hätte ich gerne gewusst, es war viel die Rede davon, dass der faire Handel die Resilienz der Leute auch jetzt in den Krisen gestärkt hat. Aber das hätte ich gerne mal an irgendwelchen Fakten festgemacht. Und zum Dritten hätte ich die Frage, wie hoch müsste denn eigentlich der existenzsichernde Mindestlohn in Westafrika für die Kakaobauern sein? Wie hoch ist das, was der faire Handel jetzt zahlt? Und wie wirkt sich die Inflation eigentlich auf die Höhe eines solchen existenzsichernden Mindestlohns aus? Ja, ich fange mal mit der einfachsten Antwort an. Wir rechnen nur am Ende eines Jahres, weil alles andere ist zu viel Arbeit, den Umsatz aus. Also insofern die Zahlen, die wir bekommen, sind die Absatzzahlen und das sind die relevanten Zahlen für Fairtrade-Prämie und Mindestpreise. Resilienz,
Da würde ich vielleicht gerne an Ann-Marie Jau abgeben. Ann-Marie, die Resilienz der Kleinbauern gestärkt, hast du erwähnt. Würdest du da noch mal näher drauf eingehen, bitte, welche Projekte da es in letzter Zeit gegeben hat, was Fairtrade da für eine Wirkung gezeigt hat? Thank you very much. To answer to this question, it's good to know that we have a price mechanism and currently our fair trade minimum price is at 2,500 USD per metric ton, and we have the higher premium in the sector, 240 for the premium per metric ton. So this is one component, the price. The second aspect is how we support the cooperative and our members on the resilience at their farm level to ensure that they maintain the good level of production. In addition to this capacity building and the support on good agricultural practices to ensure that we maintain the production level, we now have to work with Fairtrade Germany and other NFOs to ensure that we secure the market for them. This is the second component. The third component now is what else can they have as part of their revenue to ensure that the gap is covered. And this is where we come now with the income diversification. And these are additional activities. It's not necessary a production, additional activities that can bring them some revenue. And another intervention now is to ensure that we involve all family members, women and youth, to a different program where we build women capacity to understand that they have a role to play. And then we give them also resources to be able to implement income generating activities. These are the different interventions that we are putting together to ensure that we help the producers to remain resilient and to be able to face the different shocks. And of course, when some crises come, we have to look for additional support. This is where we come to other partners like the cooperation to BMZ and GIZ to also support them with new activities that can help them to face the different shocks. This is how we proceed at the time being to ensure that our members continue the journey with us. Have I responded to this point? Ich würde auch gerne noch an zwei Punkten sozusagen konkret ergänzen. Wir wissen aus vielen Erfahrungen, dass das Hungerthema, das Ernährungsthema ein Armutsthema ist. Es ist sozusagen ein Thema in kriegerischen Auseinandersetzungen auf der einen Seite, aber im Kern ist es ein Armutsthema. Das heißt, es gibt genügend zu essen, aber Menschen können es sich nicht kaufen. In dem Moment, wo Menschen verlässliche Grundlagen für ihr Einkommen und ihre eigene Existenz haben, sind sie resilienter, auch bei Preissteigerungen, wie wir sie derzeit im Gefolge des Ukraine-Krieges erleben, in Armut zu fallen und damit auch in eine Ernährungskrise zu kommen. Das ist sozusagen das eine Thema. Das andere Thema ist sozusagen ein vermitteltes Thema. Wir haben in der Corona-Krise Produzentenorganisationen mit insgesamt 19 Millionen Euro seitens des BMZ und den Partnern von Fairtrade unterstützen können, um sozusagen Einkommensdiversifizierung und Betriebskosten zu finanzieren und haben damit 800.000 Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern im globalen Süden unterstützen können. Ich sage es deshalb, weil wir es tun konnten, weil wir transparente Lieferketten haben und Handelswege haben, die sozusagen über Fairtrade aufgebaut sind. Das heißt, es war möglich, aufgrund der Arbeit von Fairtrade tatsächlich schnell an die richtigen Menschen zu kommen und verlässlich sozusagen auch Unterstützung zu geben. Also auch das ist ein zweiter Punkt, was eine Resilienz an der Stelle hergestellt hat. Also bevor Ann-Marie mich dann auch ergänzt, weil sie wirklich die ungleich größere Kakao-Expertin ist, wie wir hier sind. Einmal grundsätzlich, wir haben in allen Produktkategorien immer eine Überprüfung der Standards und zu dem gehört unter anderem auch der Mindestpreis. Und der wird sukzessive auch bei Kakao und in weiteren Produkten erhöht. Nicht immer zur großen Freude der Lizenz
nehme, aber Sie müssen es akzeptieren. Die zweite Herkulesaufgabe ist die Living Income Reference Preisermittlung. Soll heißen, dass wir in verschiedenen Produktkategorien, in verschiedenen Ländern, und da können Sie alleine in Indien oder Kolumbien, müssen Sie in Regionen gucken, da kann man nicht immer einen komplett einheitlichen Preis haben, um überhaupt die Referenzgröße zu ermitteln. Wie ist nach der Anker-Methode, der wir am meisten vertrauen, die auch international die glaubwürdigste Methode der Ermittlung ist, wo ist, sage ich mal, der Living Income Reference Preis? Und das ist die Richtung, in der wir gehen. Fairtrade ist halfway, das müssen wir sehr klar sagen. Aber ohne halfway kommt man auch nicht zum Ziel. Also insofern das Menschenrecht auf existenzsichernde Einkommen in den Development Goals erfordert genau erstmal die Benchmark, da wollen wir hinarbeiten. Und Anne-Marie, maybe you can explain us what should be the best price for the cocoa farmers to come out of poverty. Okay, the best price for cocoa producers in Côte d'Ivoire will be 2,200 at farm gate level and 2,100 at the farm gate level for Ghana. So this would be ideal. Unfortunately, up to now, we have not been able to have such a price in both countries. So we are the producers are getting below what is decent for them to have to afford a decent living condition. 2,200 for Côte d'Ivoire and 2,100 for Ghana for a decent livelihood. And we still have a gap. A big gap, a very big gap. Aber, und das sage ich jetzt ohne Werbung für irgendeinen der beteiligten Akteure zu haben, im Kakaobereich, anders wie bei Kaffee und Co., sind wir wenigstens so weit, dass Lizenznehmer bereit sind, dank Tonis in Holland, die haben ja dem holländischen Markt gezeigt, was eine Hake ist, mit eben einer sozial verantwortlichen Schokolade. Und diese Schokoladen sind ja Rewe, Aldi, Lidl und Joko, diejenigen, die ja über den Fairtrade-Mindestpreis hinaus eben $400 noch zahlen, um genau die Lücke Richtung existenzsicherndes Einkommen zu schließen. Und das ist, sage ich mal, das Tolle, dass wir hier Projekte auf dem Markt haben, die zeigen, ja, es geht. Die Projekte müssen mehr werden und sie müssen auf andere Produkte gehen, aber dafür müssen wir erst eine Basis haben. Also insofern, das wird die Herkulesaufgabe der nächsten Jahre, aber Fairtrade Global hat sich zum Ziel gesetzt, der Frontrunner für die Erreichung existenzsichernder Einkommen und Löhne. Wenn nicht wir, wer denn? Wir sind schon über der Zeit, aber wir haben noch zwei Fragen, drei Fragen, das würde ich dann aber auch wirklich als die letzten mitnehmen. Annette Janssen, freie Journalistin. Fairtrade-Rosen sind billiger als Rosen in Blumenläden. Sie stammen von großen Plantagen, die schon vorher hohe Standards hatten und nun Fairtrade als weiteres Siegel nutzen, sagt sie. Welchen konkreten Zusatznutzen haben die ArbeiterInnen durch Fairtrade und welcher Anteil des Verkaufspreises landet bei den ArbeiterInnen? Also zum einen sind 10% auf den FOB-Preis als Fairtrade-Prämie vor Ort zu zahlen und der geht in einen Prämienfonds, worüber ausschließlich die Blumenarbeiterinnen bestimmen. Und je nach Priorität kann es in Bildung, in Housing und eingesetzt werden. Aber ich wiederhole eine Zahl. Der Standard auf konventionellen Blumenplantagen ohne Fairtrade, einen festen Arbeitsvertrag zu haben, der Mutterschutz und andere Dinge umfasst, ist weiterhin einstellig. Auf Fairtrade-Plantagen hat man das Recht auf einen festen Arbeitsvertrag und andere Dinge. Alleine das ist ein wichtiger Faktor, der weit über die Fairtrade-Prämie hinausgeht. Und es gibt inzwischen viele Menschen in Kenia und Äthiopien, die würden am liebsten auf einer Fairtrade-Blumenfarm arbeiten, weil genau das einen Unterschied ausmacht. Und
Wir mischen uns in die Verwendung der Prämien nicht ein. Der Westen hat lang genug gemeint, was am besten ist für Menschen vor Ort. Ich sage das mal in allgemeinen Worten. Und starke Eigenorganisationen, egal ob sie sich in Gewerkschaften, Betriebsräten oder Prämienkomitees zeigen, sind der erste Schritt, um überhaupt Partizipation, Zivilgesellschaft, Engagement zu haben. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wir reden nicht über den globalen Süden und sagen ihm, was am besten für ihn ist. Die Leute gestalten ihren Alltag, ihren Arbeitsanteil selber. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt im fairen Handel, dass Partizipation eben auch Voraussetzungen haben muss. Und die versuchen wir zu schaffen. Thomas Feldhaus, freier Wirtschaftsjournalist, fragt: Ziel von Fairtrade muss es ja sein, sich selbst überflüssig zu machen, was sich der faire Handel als Standard durchgesetzt hat. Wie sehen Sie nach 30 Jahren den Impact auf den konventionellen Lebensmittelhandel? Gibt es insgesamt strukturelle Verbesserungen? Ich glaube, der Handel kapiert so langsam und auch einige Hersteller, dass es nicht nur dem Folgen von zivilem Druck ist, sondern dass sie im Grunde selber sehen müssen, wie ihre Lieferschiene stabil wird. Und die nächste Generation im globalen Süden hat keinen Bock mehr, uns für $1 am Tag die Bohnen zu pflücken, um es mal zugespitzt zu sagen. Ich glaube, die Erkenntnis wächst, dass Investieren in stabile Produktionsbedingungen, stabile Genossenschaften und Plantagen eigentlich unser aller Wunsch sein soll, eben auch über diese Stabilität auch Sicherheit in der Supply Chain zu haben. Und die erfordert Investment. Und das spricht sich so langsam ein bisschen rund. Plus dann sozusagen die Folgekette, die wir versucht haben, ja eben auch nochmal darzustellen, dass über diese Standardsetzung, über das Zeigen der Beispiele, dass es geht, gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden und damit Level Playing Fields auch auf europäischer Ebene erreicht werden. Dass das möglich ist, dass wir das sozusagen gesellschaftlich in Deutschland durchbekommen haben und dass wir jetzt auf europäischer Ebene soweit sind, das ist auch Teil von Fortschritt an der Stelle. Und ich glaube, über Social Media und Co., die nächste Generation wird Firmen, die über Ausbeutung Wettbewerbsvorteile versuchen zu erreichen, die rote Karte zeigen, die Edith mir jetzt wahrscheinlich wegen langem Reden zeigen wird. Und das ist etwas, was auch nicht zu unterschätzen ist. Die Firmen kommen mehr auf den Prüfstand und das auch gut so und können sich nicht mehr mit dieser oft sehr Nachhaltigkeitsprosa, wir sind in 2025 nachhaltig. Textilfirmen, die sagen, wir sind nachhaltig und meinen, dass sie einen Feuerlöscher aufgehangen haben, was toll ist und wichtig ist, um Gottes Willen, was aber einer Näherin in Bangladesch nicht über die Runden hilft, wenn sie nicht konkrete Lohnsteigerung bekommt. Und das genauer hinterfragen und zu gucken, was steckt hinter der eigenen Prosa in blumigen Nachhaltigkeitsversprechungen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger werden und da wollen wir mit zu beitragen. Besten Dank. Ja, wir sind über der Zeit. Eine Stunde war angesetzt, aber ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die vielen Fragen und das Interesse, sowohl hier als auch online. Besten Dank. Ich beginne mit dem Dank an die Menschen hinter den Kulissen, weil es natürlich viele Beteiligte und viele helfende Hände braucht, um so eine Konferenz durchzuführen. Also herzlichen Dank an die Livestream-Technik, an die Übersetzung für Ann-Marie Jau und die tatkräftige Unterstützung auch meiner Kolleginnen und Kollegen in Köln. Herzlichen Dank. Und natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Ann-Marie Jau in Abidjan und unser Podium hier. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Dirk Meyer, Matthias Lehnert und Dieter Overath. Danke ist auch ein Stichwort und bevor ich Sie alle in den Tag entlasse, möchte ich da noch mal darauf hinweisen. Die Gäste hier in Berlin, die sehen hier am Rand Porträts auf Staffeleien. Und das ist nämlich eine Plakatkampagne, die wir gestartet haben im Rahmen des Jubiläums, weil das Jubiläum heißt für uns einfach auch, es ist Zeit, auch Danke zu sagen. Danke an alle Beteiligten entlang der Lieferketten, vom Anbau bis zum Handel, bis zu prominenten Persönlichkeiten, die uns unterstützen und einfach ehrenamtlich Engagierten. Danke dafür, deswegen auch der Titel dieser Plakatkampagne. Und an alle, die das jetzt hier nicht sehen können, halten Sie die Augen offen, denn ab sofort wird diese Ausstellung oder diese Plakatserie in 13 Städten in Deutschland
zu sehen sein in den nächsten Wochen. Das als Teaser noch für unser Jubiläum und ein weiterer, der noch folgt. Wir sind nämlich wieder in Berlin für unsere Jubiläumsfeierlichkeiten am 9. und 10. Juni, 9. und 10.6. Da findet unter anderem statt die Verleihung der Fairtrade Awards, also quasi unsere Oscars des Fernhandels, moderiert von Anke Engelke. Außerdem haben wir eine Jugendkonferenz, die FairCon, bei der viele verschiedene Jugendliche zwischen 16 und 27 aus aller Welt über Utopien, Klima und den Impact des Fernhandels diskutieren werden. Wir halten Sie natürlich gerne auf dem Laufenden. Am besten geht das, wenn Sie sich bei uns in den Presseverteiler eintragen. Den finden Sie unter fairtrade-deutschland.de/presse. Alles rund ums Jubiläum finden Sie unter fairtrade-deutschland.de/30-Jahre. Soweit von mir. Herr Oberrat, vielleicht von Ihnen noch ein letztes Wort. Oh Backe, ja, der Oberrat hat schon ganz schön viel gequatscht heute. Es ist meine letzte Pressekonferenz, nicht mein letzter Arbeitstag, der ist am 30.06. Also insofern überfällt mich schon ein bisschen Wehmut, das muss ich ganz offen sagen. Und ich danke Ihnen auch, weil eben auch die Fragen genau das spannende Salz in der Suppe sind, eben auch im Diskurs mit Medien und Co. nicht in seiner eigenen Blase stecken zu bleiben, sondern immer auch die Kompatibilität aus journalistischem Blick, zivilgesellschaftlichem Blick und wirtschaftlichem Blick. Also insofern ist es auch ein Danke an ihn. Bleiben Sie uns gewogen, Fairtrade ist gut aufgestellt und mit viel Kompetenz, Edith und Co., Claudia Brück sitzt ja auch da, Marcello Crescenti, also insofern die Öffentlichkeitsarbeit ist gut aufgestellt. Ich mache mir mehr Sorgen um mich, wie das dann mit mir ab 1. Juli ist, ohne die Themen, weil für mich war es in Kürze der spannendste Job, den man überhaupt machen kann, weil nämlich in der Spreizung mit Aldi, Lidl, Rewe, Tchibo und Co. zu verhandeln und eben in einer Fairtrade School mit jungen, engagierten Menschen zu sehen, wie die Zukunft weitergeht, ist das Spannendste, was man sich je vorstellen kann. Also insofern bin ich sehr dankbar, genau diesen Job gehabt zu haben, der mich sehr erfüllt hat. Und ich sage jetzt nichts weiter, sonst werde ich dann zu wehmütig. Aber danke Ihnen und bleiben Sie gewogen, weil das ohne dieses Thema werden wir nicht vorankommen. Ne? Das ist ja oft genug gesagt worden, Fairtrade alleine kann die Welt nicht retten, aber wir geben immer ganz schöne Ziele vor, an denen sich Branchen und andere abarbeiten. Und das ist eigentlich der Punkt, dass wir nicht die 101 der NGO sind, die Ungerechtigkeit im globalen Süden kommuniziert. Und das sage ich mit aller Wertschätzung zu Oxfam und vielen anderen Organisationen, die einen tollen Job machen, sondern wir versuchen immer auch Lösungen darzustellen. Und das zeigt Fairtrade aus und auch die Praktikabilität. Und das ist insofern ein richtig geiler Job gewesen. Und dann sage ich mal Tschüss und ich sage es nicht wie Trapattoni. Besten Dank, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.